Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, bekommen das Paradies. Und fürchten bedeutet, dass man das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und das unterlassen, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und diese Eigenschaft fehlt bei vielen Muslimen. Du siehst viele Muslime, die haben das nicht. Weil er, wenn er allein ist, dann macht er alles, was er will. Oder auch mittlerweile in so Ländern wie Europa, der Muslim ist, der macht alles, was er will. Sagen wir, ich habe meine Freiheit, ich tue, was ich will. Warum? Weil man nicht denkt, weil man nicht weiß, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten muss. Viele Leute denken, ach, weil die Strafe nicht schnell kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und nicht schnell verhangen wird, da verhängt wird, da denken sie, ah, da können sie alles tun, was sie wollen. Aber barakallahu fikum, At-Taqwa ist der Weg zum Paradies. Und At-Taqwa ist der Weg, dass der Muslim besser wird im Leben. Du betrachtest nicht mehr die Leute, was sie sagen und was sie tun, sondern du betrachtest dich selber, du beobachtest deine Handlungen und du weißt, dass du einen Schöpfer hast, dass du einen Herrn hast, dass du einen Gott hast. Dieser Gott, subhanahu wa ta'ala, wenn er will, kann er dir eine Strafe verhängen und du kannst nicht sagen nein. Du kannst es nicht entfliehen oder sagen, ich will das nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gläubigen und seine Diener beschrieben, dass sie ihn subhanahu wa ta'ala fürchten. Und dann mehr als das, dass die Wissenden Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, weil sie Wissen haben und Wissen besitzen. Deshalb diese Eigenschaft ist barakallahu fikum notwendig für einen Muslim in seinem Leben. Das heißt, wir brauchen Ikhlas und wir brauchen Sabr und wir brauchen Taqwa. Das sind drei Eigenschaften, die wir unbedingt brauchen, damit wir weiterkommen. Und ich rede jetzt über ein paar Eigenschaften, ich rede nicht über alles. Natürlich, du brauchst Wissen, du brauchst Verständnis für dieses Wissen, du brauchst viele andere Themen. Aber ich wollte nur jetzt in kurzen, sage ich jetzt in diesen paar Minuten über diese Themen sprechen. Von der anderen Seite, barakallahu fikum, da müssen wir aufpassen, was dagegen ist. Das wird gegen Akhlas, ist Riya. Riya, Augendienerei und Angeberei. Da darfst du diese Eigenschaft nicht haben. Wenn du Riya machst, dann wird deine Tat vereitelt. Deine Handlung wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angenommen. Die Leute werden für dich klatschen. Und die Leute werden dich bestätigen. Aber sei sicher, am Ende wirst du alles verlieren. Weil für den Muslim eine Regel gilt. Wenn Allah mit dem Muslim zufrieden ist, dann werden auch die Menschen mit ihm zufrieden sein, wenn er auch Feinde hat und wenn auch die Leute gegen ihn kämpfen und alles tun und ihn bekämpfen. Aber wenn der Muslim die Leute zufrieden stellt, aber der macht das nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann werden auch die Leute mit diesem Menschen unzufrieden sein, wenn der Muslim auch denkt, das wäre was anderes. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Denke nicht nur mit dieser materiellen Denkweise, sondern denke mit der Religion. Weil diese Materie, was man materiell denkt, da wird man auch nicht viel verstehen. Sondern ein Muslim verbindet das Verborgene mit der gegenwärtigen Situation. Und der Muslim verbindet diese Verstand und Logik und Wissen und Handlung. Denke nicht, wenn die Leute für dich klatschen oder wenn die Leute dich bestätigen, dass du alles erreicht hast. Nein, das ist nie der Fall. Aber wenn die Gläubigen und die Wissenden dich bestätigen und wenn die guten Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dich bestätigen, dann sollst du froh sein. Aber
Wenn das anders ist, dann la hawla wa la quwwata illa billah. Und wer für die Leute wirkt in diesem Leben, dann wird er seinen Lohn bei den Leuten finden. Der wird keinen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala finden. Und das Thema ist klar. Barakallahu fikum. Die Ersten, die in die Hölle kommen werden, ist einer von ihnen, der war Wissender, Alim. Und der andere war Mujahid. Und der dritte war einer, der gespendet hat. Die sind die Leute, die Hölle wird mit ihnen gezündet am Anfang. Die Zündung wird, dass sie reinkommen. Weil die kein Akhlas gehabt haben und ihre Handlungen, die waren, um Ansehen bei den Leuten zu verschaffen. Dass die Leute sagen, die sind gute Menschen. Eine haben die Leute gesagt, ja, du bist Mujahid. Der andere, du bist so, du bist. Deshalb im Islam, wenn du etwas Gutes machst, dann brauchst du nicht immer überall zu sagen, ich habe das getan, ich habe das gemacht, man zeigt sich und so weiter. Nein, mach für Allah subhanahu wa ta'ala und mach kein Riyah. Zweitens, wenn du keinen Sabr hast, dann wirst du auf der anderen Seite drei Themen eventuell haben. Einmal Hoffnungslosigkeit. Einmal die Hoffnungslosigkeit. Wenn man keinen Sabr hat, dann wird man die Hoffnung aufgeben. Man kein Geduld zeigt. Zweitens, wenn du keinen Sabr zeigst, dann wirst du klagen, jammern. Du wirst klagen und jammern in diesem Leben, weil du keine Geduld hast. Und immer jammern, klagen. Und drittens, ich denke, wenn man keinen Sabr hat, dann wird man emotionell werden und dann wird man von Emotionen gesteuert und nicht mehr von den religiösen Grundlagen, die mit dem richtigen Verständnis einzusetzen sind. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weil wir heute merken, weil die Muslime kein Geduld zeigen, da sind sie emotionell. Und aus dieser emotionellen Lage wirken sie oder handeln sie und handeln sie falsch. Weil die Emotionen bei manchen Leuten wichtiger sind als die Religion geworden. Und da merkt man das in vielen Themen. Wenn man zum Beispiel etwas mag oder etwas liebt und man sagt ihm, ein Gelehrter oder ein Scheich oder ein Alim sagt ihm, nein, das ist verboten, was du tust, dann wird er automatisch gegen den Alim. Automatisch gegen den Scheich, automatisch gegen den Imam oder gegen Da'iya. Warum? Weil dieser Imam oder dieser Alim oder dieser Da'iya ihn nicht bestätigt haben. Die haben ihn nicht bestätigt. Und er handelt nach seiner Emotion, nach seiner Gefühllage. So, gefällt mir, das ist gut. Gefällt mir nicht, dann ist das schlecht. Der handelt nicht nach der Religion. Und das ist eine Wirkung, dass man auch keine Geduld zeigt. Es gibt keine Geduld. Die Sahaba werden in Mekka gefoltert. Die wurden in Mekka gefoltert. Und der Prophet sieht das. Was sagt ihnen der Prophet? Es gibt einen König in Abyssinien. Bei ihm wird keiner zu Unrecht behandelt werden. Ihr sollt auswandern. Der Prophet sagt ihnen, ihr sollt auswandern. Wenn du heute den Leuten sowas sagen würdest, sag ich einfach, wieso? Das ist falsch, weil die Emotionen, die sind für sie Religion geworden und nicht die Religion. Es gab der Prophet sieht seine Gefährten, die werden gefoltert und er sagt ihnen, Geduld zeigen. Geduld zeigen. Und dann sagt er, innakum qawmun tasta'jilun. Ihr seid Leute, die voreilig sind. Die übereilig sind. Und dann erzählt ihnen, was mit den Leuten passierte, die vor euch waren. Deshalb, barakallahu fikum, wenn man keine Geduld hat, das ist sehr gefährlich auf dem Weg der Dawa. Wenn du keine Geduld hast, sei sicher, dann wirst du den Islam nicht richtig praktizieren. Da wirst du viele Handlungen vernachlässigen. Viele. Wenn man keine Geduld hat. Man hat gedacht, wenn ich bete, dann bekomme ich das und das und das. Da hat man das nicht bekommen. Da hat man sozusagen, weil man auch emotionell ist, dann geht das bergab. Und das dritte, barakallahu fikum, wenn du kein Taqwa hast,
Wenn du kein Taqwa hast, dann wirst du alles tun. Ist dir dann, dann wird dir alles egal. So, sowieso, du fürchtest nicht mehr Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst alle Sünden begehen. Du wirst lügen, betrügen. Es ist kein Problem dann. Aber wenn du das machst, dann sollst du sicher sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht und dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du tust und was du machst und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich zur Rechenschaft ziehen wird für das, was du hast. Und was uns heutzutage auch fehlt bei vielen Muslimen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten in Beziehung zueinander. In Beziehung zueinander gibt es nicht und sie fürchten Allah nicht beim Wissen. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala nicht in der Religion, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Verhalten, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben keine Ehrfurcht. Nicht alle, sage ich, aber leider viele. Und man sollte das verstehen. Ohne Taqwa und ohne Sabr und ohne Ikhlas wirst du viel verlieren in diesem Leben. Ohne Taqwa wirst du schlecht über die anderen sprechen. Du wirst üble Nachrede verbreiten. Du wirst Riba und Namima machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yadkhulu al-jannata qattat. La yadkhulu al-jannata qattat. Hudhayfa, radwanallahu alayhi, saß mit Leuten zusammen. Hudhayfa saß mit Leuten zusammen in der Moschee. Und dann kam einer und er hat sich zu ihnen gesessen. Und Hudhayfa hat gehört, dass dieser Mann die Rede, was unter den Leuten ist, zuhört und er geht sofort zu Amir. Das wird, der gehört zu Behörden zum Beispiel. Ja? Und der sagt ihnen alles, der Spionier. Und er geht zu dem Amir und der sagt ihm alles. Hudhayfa, als dieser Mann da saß, hat absichtlich laut gesprochen. Der hat gesagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, La yadkhulu al-jannata qattat. Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, einer, der üble Nachrede verbreitet, kommt nicht ins Paradies. Kommt nicht ins Paradies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Subhanallah, La yadkhulu al-jannata nammam. Derjenige, der ein Wort von dem nimmt, der geht zu dem anderen, der sagt ihm, weißt du, was er über deine Person gesagt hat? Der hat das gesagt. Was sagst du dazu? Der sagt, der nimmt das und der geht zu ihm zurück. Weißt du, was er gesagt hat? Damit die Beziehungen unter Muslimen kaputt gehen. Wenn diese Person Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der wird lesen, aha, man darf sowas nicht. Wailun li kulli humazatil lumazah. Weh. Das ist eine Strafe für eine Person, der wal'iyadu billah üble Nachrede verbreitet und andere verleumdet. Deshalb wird er das nicht tun. Wenn er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und genau weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sieht, dann wird er kein Riba machen. Riba bedeutet, dass man schlecht hinter dem Rücken von seinem Bruder spricht, was dem Bruder nicht gefällt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf kein Riba machen, indem er sallallahu alaihi wasallam sagte, erzählte über Al-Riba. Dann kam, die haben ihn gefragt, O Gesandter Allahs, wenn ich dann etwas sage, was mein Bruder hat, der hat diese Eigenschaft. Der Prophet sagte, dann hast du Riba gemacht. Er sagt, wenn er das nicht hat, dann hat er gesagt, hast du Buhtan gemacht. Buhtan, dass du über eine Person lügst, verleumdest. Und Riba, dass du schlecht hinter dem Rücken oder dass du über eine Eigenschaft von einem anderen sprichst, obwohl diese Person hat, aber der mag das nicht. So, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dann will man das nicht begehen. Das wird man nicht tun, dann wird man kein Haram begehen. Wenn du ihm sagst, fürchte Allah, dann wird er sich tausendmal überlegen, ob er etwas macht oder nicht. Und noch dazu, barakallahu fikum, wir Muslime, wir haben heute Grundsätzliches von unserer Religion nicht verstanden. Was bedeutet, dass wir Brüder sind? Was bedeutet, dass wir eine Gemeinschaft bilden?
Was bedeutet?